Wenn es um das Thema Bedürfnisanträge geht, sprechen wir im Regelfall über zwei Hauptparagraphen im Waffengesetz. Ich lasse jetzt mal bewusst die gelbe WBK außen vor und beziehe mich jetzt nur ausschließlich auf die Paragraphen 14 Absatz 2 und Paragraph 14 Absatz 3. Wir sprechen hier über den Grundbedarf und Überschreitung des Grundbedarfs. Wenn jemand in den Skisport einsteigt, er hat seine 12 Monate durch, er hat seine Sachkunde gemacht, seine Zuverlässigkeit ist durch, bla bla bla, die Grundvoraussetzung für den Waffenerwerb, dann stellt er bei seinem jeweiligen Verband, Landesverband, einen Bedürfnisantrag. Hierbei beantragt er nach § 14 Absatz 2, denn es sind seine ersten Waffen, es ist ein Erstantrag. Die ersten zwei Kurzwaffen oder ersten drei halbautomatischen Langwaffen werden nach 14.2 beantragt. Wenn dieser Sportschütze nun der Meinung ist, er braucht weitere Waffen, sprich ab der dritten Kurzwaffe oder der vierten halbautomatischen Langwaffe, dann sprechen wir über den Paragraphen 14.3. Hierbei hat auch das Waffengesetz festgelegt, dass für das sogenannte erweiterte Bedürfnis, das ist der 14.3er, Wettkampfnachweise erbracht werden müssen. Das heißt, wir sprechen über Wettkampfteilnahme. Wie diese Wettkampfteilnahme tatsächlich nun geregelt wird, das regeln die Verbände unter sich. Bei manchen Verbänden genügen Vereinsmeisterschaften aus, bei anderen müssen es mindestens, sag ich mal, Rundenwettkämpfe sein und bei wieder anderen müssen es Bezirks-, Landes- oder Kreismeisterschaften sein. Nun kommt ein weiterer Aspekt in dieses Thema mit rein. Und zwar, und das ist der Hauptgrund für dieses neue Video, eine Diskussion auf einem Online-Forum mit Hauptbezug auf Waffen- und Sportschützenthemen. Und zwar ging es ganz konkret um die Reihenfolge bei der Beantragung. Ja, wir sprechen über die Beantragungsreihenfolge. Dies ist ein nicht ganz ungefährliches Thema. Ich spreche jetzt mal ganz gezielt aus der Sicht von mir, sprich BDMP. Wir haben eine sehr große Bandbreite an Disziplinen, insbesondere für den Bereich Kurzwaffen. Und darauf möchte ich mich jetzt einfach nur mal des Beispiels wegen beziehen. Um die Reihenfolge für die Beantragungen festzulegen, muss man in der Lage sein, die Sportordnung zu lesen, zu verstehen und sich entsprechende Begründungen zurechtzulegen. Das heißt nicht, dass ich irgendwo auf Deutsch bescheiße. Ich muss aber mein Gehirn einschalten. Und zwar gehen wir jetzt mal ganz konkret vor. Der Klassiker ist, dass im Fall des BDMP die meisten Erstanträge, gehe ich jedenfalls ganz stark davon aus, immer im Bereich Dienstpistole, Dienstrevolver laufen. DP1, DP2. So, hier ist natürlich laut Sportordnung eine ganz klare Regelung. Es muss eine Dienstwaffe sein oder sie muss irgendwo dienstlich eingeführt gewesen sein. Und zwar breit gefächert, nicht irgendwo Bumfuck Alabama, der kleine Sheriff da drin hat eine Waffe, sondern sie muss in einer ausreichenden Stückzahl da tatsächlich eingeführt und geführt worden sein. Jetzt hat sich jemand auf DP1, sagen wir mal, eine Glock 17 gekauft und er hat sich auf Dienstrevolver ein 4 Zoll 686. So, damit hat er seinen 14-2er erfüllt. Er hat zwei Kurzwaffen. Jetzt möchte er aber für DP2 eine Waffe haben. Und nun fängt der Spaß eigentlich an. Denn grundlegend ist es so, jede Waffe, die ich für DP1 verwenden kann, kann ich auch für DP2 verwenden. Ich muss ja begründen können, warum die Waffe für DP1, für DP2 nicht geeignet ist. Und ich glaube, jetzt versteht ihr so ein bisschen dieses Thema Reihenfolge der Anträge. Hier macht es also durchaus Sinn, den Spieß rumzudrehen und zu sagen, ich beantrage erstmal eine Waffe auf DP2, denn DP2 Sportordnung besagt, es darf zum Beispiel eine verstellbare Visierung dran sein, die bei DP1 nicht erlaubt ist. Das bedeutet, habe ich mir jetzt zum Beispiel anstelle einer Glock 17 auf DP1, habe ich mir jetzt, sage ich mal, eine SIG P226 mit einer LPA-Visierung gekauft. 226 Classic, damit Dienstpistole mit LPA drauf. So, diese ist für DP2 zugelassen, aber DP1 nicht. Also habe ich meinen Slot bedürfnistechnisch für DP1 offen.
Umgekehrt kann es Probleme bei der Befürwortung bzw. bei der Begründung geben, warum und weshalb. Jetzt haben wir drei Waffen im Bestand. Das heißt, wir haben einen Dienstrevolver, wir haben eine Pistole auf DP1, Glock 17, und wir haben eine Pistole auf DP2, Sig Sauer P226. Jetzt möchte noch jemand für, sagen wir mal, PP1 eine Waffe haben. Jetzt wird es interessant, denn laut Sportordnung zugelassen für PP1 und wie auch MPA sind alle halbautomatischen Waffen in einem Kaliber von bis. So, die Glock ist zugelassen, die P226 ist zugelassen. Tja, was machen wir denn da? Wird langsam eng, denke ich mal. So, man kann natürlich jetzt den Versuch starten zu argumentieren, ja, aus Gründen der Konkurrenzfähigkeit, da beide Dienstwaffen, sprich die Glock sowie auch die P226, für Dienstpistole ausgelegt sind, damit ist Abzug und so weiter Dienstpistolen bezogen, sprich sehr hart, und damit fehlt mir einfach die Konkurrenzfähigkeit, um bei anderen Schützen in der Disziplin PP1 NPA mithalten zu können. Funktioniert vielleicht nicht unbedingt in jedem Landesverband, aber es kann funktionieren. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese Begründung zumindest mal anzuführen. Anders wiederum ist es, wenn man jetzt guckt, zum Beispiel auf PP4 eine Beantragung. Dann gehe ich hin und na klar, weder die Glock 17 noch die P226 passen in das kleine Maß von 180x140x40mm für PP4. Damit ist ein Slot wieder geöffnet, da ihr keine Waffe in dem entsprechenden Bestand habt. Das bedeutet im Klartext, ihr müsst tatsächlich die Sportordnung eures Verbandes einfach mal lesen. Was steht genau Wort für Wort in dem Bereich der zugelassenen Waffen? Was steht genau in dem Bereich der Kaliber? Ihr habt jetzt meinetwegen anstelle einer Glock 17, habt ihr eine Glock, was weiß ich, im Kaliber 40. Oder 10mm oder 45 Auto oder whatever. Und ihr habt die SIG P226, DP1 und DP2. So, jetzt wollt ihr EPP-Polymer schießen und möchtet dafür eine Waffe erwerben. So, EPP-Polymer sagt ja, EPP ist Kastenmaß, muss beachtet werden. Für EPP ist die 226 zugelassen. Essig mit Bedürfnis, theoretisch. EPP-Polymer, ha, ihr habt ja die Glock. Nee. Die könnt ihr nicht verwenden, da anderes Kaliber. EPP-Polymer ist eingeschränkt auf 9mm Luger. Das heißt, ihr habt einen Slot offen, Polymerwaffe in 9mm Luger. So, das bedeutet, denkt mal ein bisschen nach. Nur ein ganz klein wenig. Lest euch die Sportordnung durch. Bescheißt nicht, sondern denkt nach und lasst euch einfach mal vernünftige Begründungen einfallen. Versteht, was in der Sportordnung drin steht. Und dann stellt euch eure Begründungen, insbesondere bei 14.3, 14.2 braucht ihr ja noch keine Begründung, stellt euch die Begründung so zusammen, dass sie stimmig sind. Und dann wird das auch was mit den Anträgen. Verlasst euch aber bitte nicht darauf, dass euer SLG-Leiter oder wer auch immer, oder Vereinsvorstand, wie auch immer, für euch sich einen Kopf macht, die Sportordnung studiert und für euch eine Begründung zusammenbaut. Sondern macht es auch mal selber. Lernt es, weil ihr lernt auch dadurch die Inhalte der Sportordnung kennen, besser kennen, die ihr tatsächlich für das Ausüben dieser Disziplin auch braucht. In diesem Sinn, macht's gut.